Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und wieso war dieser Einstieg in das Video gerade so komisch? Wir holen uns heute nämlich den schnellsten Spieler, beziehungsweise einen der schnellsten Spieler in FIFA 17. Und zwar ist das Pierre-Emerick Aubameyang, deswegen auch der schnelle Einstieg. Ja, ich denke mal, die Parallele, die kann man jetzt schon verstanden haben. Und ja, Footmess Aubameyang, 88er Rating, richtig, richtig geile Werte. Und ich brauche den einfach für die Weekend League als Einwechselspieler. Und ich dachte mir, komm, ich hole mir den einfach mal. Der sieht extrem sick aus. Und das ist meine SBC-Lösung. Die kann jeder machen, egal ob Chemistry oder nicht, also ob Loyalität oder nicht. Die kann sich jeder nachbauen. Und hier habe ich einfach paar 83er, paar 82er, auch einen 89er drinnen mit Keen. Und wir gehen das Ganze einfach mal hier durch. Und das sind meine Spieler. Ist nicht mal so teuer gewesen eigentlich. Und wir senden das Ganze ab und haben somit dann auch Pierre-Emerick Aubameyang in der Mannschaft drinnen. Richtig, richtig sicke Karte. Und da drücken wir auf Weiter und da ist er dann, Alter. Das sieht einfach so fein aus. Der sieht einfach richtig, richtig stark aus. Und da freue ich mich dann echt, den in meine Mannschaft reinzupacken. Wir packen den jetzt erstmal in den Verein und gehen jetzt hier schnell noch in meine Mannschaft. Ich hoffe, ich habe gerade mein aktives Team, also mein Weekend League Team aktiv. Und ja, so sieht es auch aus. Hier haben wir den normalen Aubameyang und der wird jetzt ausgetauscht zu Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, ich muss hier anders suchen. Pierre-Emerick Aubameyang als SBC-Karte. Der sieht so fein aus. Das sieht schon viel, viel heftiger aus. Und ja, da haben wir ihn jetzt auf jeden Fall am Start. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Heute mal was bisschen Schnelleres. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Am Sonntag gibt es vielleicht einen 12-Stunden-Stream. Aber nur, wenn mein neues Internet dann da ist. Also das ist jetzt kein Versprechen oder so. Nur, wenn mein Internet da ist. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.